5.35 Uhr Hamburg, das Haar sitzt. Aber für die Zunge ist das manchmal einfach noch zu früh, das kenne ich aus eigener Erfahrung. Legendär bei meiner Kollegin Susanne Daubner war allerdings die Kanne mit dem Putzmann. Die haben wir jetzt auch noch mal für Sie in unseren Klassikern. Wir möchten allerdings mit Dieter Kürten beginnen, denn er hat uns damals im aktuellen Sportstudio ein Drama in 4 Akten geliefert. Bitte schön. Ja, Dieter Kürten, großes Kompliment, der hat super souverän reagiert. Ich bin Fan. Aber wir Frauen lieben ja eh Männer, die im Ernstfall locker bleiben. Echte Kerle eben. Jungs, die, wenn was erledigt werden muss, mit Hirn und unendlich viel Sachverstand selbst Hand anlegen. Nehmen Sie zum Beispiel dieses Prachtexemplar hier. Da springt der Funke doch sofort über, oder? Könnte ein echter Knaller werden. Oder das hier. Mission Impossible 5, Untertitel, das ist der Haushaltsunfall, der nächste. Und jetzt wissen wir auch, warum Frauen deutlich länger leben als Männer. Mehr Beweise hätten wir da. Lieber Andrea Beischel, weil du uns mit deinem Lachen ebenso zum Lachen gebracht hast, verleihe ich dir hier mit Kraft meines Amtes diesen goldenen Pechvogel des Tages, unsere Rabea Marie. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und meine Damen und Herren, nicht mit jeder Panne wird gleich Amerika entdeckt, aber Spaß machen Sie trotzdem. In diesem Sinne freue ich mich auf die nächste Ausgabe von Pleiten, Pech und Pannen. Unser gesamtes Team wünscht Ihnen bis dahin eine pannenfreie Zeit. Und wenn doch was passiert, lassen Sie es uns wissen. Bis bald. Danke ans Publikum.